Hallo ihr alle. Wir hoffen, es geht Ihnen gut und wir sind bereit für ein neues Video auf ATEC. Heute werden wir euch über eine Innovation mit revolutionärem Potenzial berichten, da sie die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger grundlegend verändern könnte. Nichts anderes ist es. Wasserstoff und seine Ressourcen stehen seit Jahren im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Forschern, die sich mit der Energiewende beschäftigen. Das geruchlose, farblose und ungiftige Gas gilt als einer der wichtigsten Kandidaten für den Ersatz fossiler Brennstoffe im Verkehrswesen und in der Industrie. Wasserstoff ist ein unglaublich vielseitiges chemisches Element und kann in einer Vielzahl von Industriezweigen und Energiesektoren eingesetzt werden. Eine große Herausforderung war jedoch bis vor kurzem die Frage und das Problem seiner Lagerung. Die Schwierigkeit besteht darin, es von den üblichen Verunreinigungen zu trennen und es für die Langzeitspeicherung effizient zu absorbieren. Hier kommt die Arbeit von Forschern der Universität Osaka ins Spiel. Diese haben eine Methode zur effizienten Speicherung von Wasserstoff selbst bei Vorhandensein von Verunreinigungen entwickelt und damit die Notwendigkeit teurer Reinigungsschritte beseitigt. Eine neue Produktionsmethode, bei der die kostspieligen Reinigungsschritte entfallen, könnte Wasserstoff zur grünen Energie der Zukunft machen. Bleibt die Frage, warum Wasserstoff so vielversprechend ist. Wie wird er hergestellt und gespeichert? Welche Herausforderungen sind zu bewältigen, um ihn wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher zu machen? Und wie kann er zu einem Hauptakteur der Energiewende werden? Fragen, die wir im weiteren Verlauf dieses Videos beantworten werden. Bleiben Sie dran! Wasserstoff wurde 1766 von dem englischen Chemiker Henry Cavendish entdeckt, aber erst ein Jahrhundert später als wichtige Energiequelle genutzt. Erst 1807 entdeckte ein anderer Chemiker, der Schweizer Louis-Jacques Thénard, eine Methode zur Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse von Wasser. Bei dieser wird Elektrizität durch Wasser geleitet, wodurch die Sauerstoff- und Wasserstoffatome voneinander getrennt werden. Diese Methode gilt auch heute noch als eine der saubersten Methoden zur Herstellung von Wasserstoff, da sie keine schädlichen Emissionen erzeugt und keine seltenen oder teuren Rohstoffe benötigt. Allerdings ist sie auch besonders energieintensiv. Um beispielsweise 1 Kilogramm Wasserstoff durch Elektrolyse herzustellen, werden etwa 40 bis 50 Kilowattstunden Strom benötigt. Um Ihnen eine Vorstellung von den hier anfallenden Energiekosten zu geben, dies entspricht dem Betrieb mehrerer elektronischer Geräte mit hohem Verbrauch wie Kühlschrank, Herd, Klimaanlagen, Waschmaschinen und Trockner über einen Zeitraum von einem Monat. Das bedeutet, dass wir mit diesen Zahlen weit von der Nüchternheit entfernt sind. Später wurde eine weitere Methode zur Herstellung von Wasserstoff entdeckt, bei der reichlich vorhandene Rohstoffe wie Erdgas oder Wasser verwendet werden. Bei dieser Methode, die als Gasreformierung oder Wasserreformierung bezeichnet wird, werden die Elemente mit Dampf bei hohen Temperaturen zur Reaktion gebracht, um Wasserstoff zu erzeugen. Diese Methode gilt als kostengünstiger, da sie reichlich vorhandene und billige Rohstoffe verwendet. Sie ist jedoch weniger sauber, da sie Treibhausgasemissionen und die Freisetzung von Schadstoffen verursacht. Außerdem benötigt auch diese Methode eine große Menge an Energie, um zu funktionieren. Seitdem wurde das Energiepotenzial von Wasserstoff in einer Vielzahl von Anwendungen genutzt, unter anderem in der chemischen Industrie zur Herstellung von Ammoniak, das als Dünger für die Ernährung von Nutzpflanzen verwendet wird. Anwendungen, die jedoch bislang nie das Problem der technischen und wirtschaftlichen Beschränkungen von Wasserstoff als Energieträger gelöst haben. Neben den bereits in diesem Video erwähnten Schwierigkeiten besteht eine der Hauptschwierigkeiten in den Problemen der Wasserstoffspeicherung. Da es sich bei Wasserstoff um ein natürliches Gas handelt, muss es komprimiert oder verflüssigt werden, um gespeichert werden zu können. Dazu muss es unter sehr hohem Druck gesetzt werden, was spezielle, teure und potenziell gefährliche Geräte erfordert. Außerdem nimmt komprimierter Wasserstoff viel Platz ein, was zu Problemen beim Transport und bei der Lagerung führen kann. Um ihn in flüssiger Form zu lagern, muss er außerdem auf sehr niedrige Temperaturen abgekühlt werden, was wiederum teure Kühleinrichtungen erfordert, die wiederum viel Energie verbrauchen. Da Wasserstoff auf der Erde nicht natürlich vorkommt, muss er aus Primärenergiequellen, meist in Form von Elektrizität, gewonnen werden, was wiederum die Produktionskosten in die Höhe treibt. Diese Komplexität und die Produktionskosten haben dazu geführt, dass die Nutzung von Wasserstoff für die Energieerzeugung in großem Maßstab in all den Jahren nicht denkbar war.
Die jüngsten Fortschritte bei den Technologien zur Speicherung von Wasserstoff und die Fortschritte bei den Methoden zu seiner Herstellung aus erneuerbaren Energiequellen, wie zum Beispiel Sonnen- und Windenergie, haben jedoch das Interesse an seiner Nutzung als grüne Energiequelle neu entfacht. Mehr noch, Wasserstoff wird heute als einer der bestmöglichen Träger für die Energiewende angesehen. Dabei spielten die Arbeiten und Entdeckungen von Forschern der Universität Osaka eine entscheidende Rolle. Diese haben insbesondere Methoden entwickelt, um Wasserstoff zu reinigen und ihn in Gegenwart von Verunreinigungen zu speichern. Kontaminanten sind Verunreinigungen, die sich bei der Herstellung von Wasserstoff mit diesem vermischen, wie zum Beispiel Kohlenmonoxid, Stickstoff oder Methan, was seine Verwendung für kommerzielle Anwendungen erschwert oder sogar unmöglich macht. Wie Yoichi Hoshimoto in der Zeitschrift Science Advances erläutert, können selbst sehr geringe Mengen einer dieser Verunreinigungen die Aufnahme von Wasserstoff behindern und somit teure und umweltschädliche Reinigungsprozesse nach sich ziehen. Um das Problem konkret zu veranschaulichen, muss man wissen, dass eine der wichtigsten bisherigen Methoden zur Herstellung von Wasserstoff die Dampfentschwefelung oder Steam Methane Reforming war. Eine Methode, bei der Wasserdampf bei hohen Temperaturen mit Erdgas reagiert, um Rohwasserstoff und Kohlendioxid zu erzeugen. Allerdings entstehen gerade bei dieser Produktionsmethode Verunreinigungen wie Stickstoff und Schwefeloxide sowie Feststoffpartikel, die daher entfernt werden müssen, um den Wasserstoff anschließend nutzbar zu machen. Um diese Verunreinigungen zu entfernen, müssen zusätzliche Verfahren wie die Membrantrennung oder die Adsorptionstrennung eingesetzt werden, die zusätzliche Energie benötigen, um zu funktionieren. Im Durchschnitt werden bei der Herstellung von Wasserstoff mit dieser Methode zwischen 40% und 50% der erzeugten Energie für die Reinigungs- und Kompressionsschritte verwendet. Aus dieser Sackgasse konnte sich das japanische Forscherteam mit einer neuartigen Speichermethode befreien. Die Methode nutzt Langlebe-Triarylborane, synthetisch hergestellte Moleküle, die Wasserstoff selbst in Gegenwart von üblichen Verunreinigungen effektiv absorbieren können. Der Speicherwirkungsgrad ist mit über 99% einfach überwältigend. Mit dieser Methode konnte der Wasserstoff auch mit einer Reinheit von fast 100% freigesetzt werden. Diese neue Methode der katalytischen Hydrierung ermöglicht es also, Wasserstoff in hoher Reinheit zu speichern, ohne Lösungsmittel zu benötigen, selbst wenn Verunreinigungen vorhanden sind. Dies hat wichtige Auswirkungen auf die kommerzielle Produktion von Wasserstoff als nachhaltige und saubere Energiequelle, da dadurch die Kosten und Risiken der Reinigung von Wasserstoff vor der Verwendung gesenkt werden können. Eine Entdeckung von sehr großem Wert also, da sie eine Antwort auf die uralten Herausforderungen bei der Gewinnung von reinem Wasserstoff aus gängigen Gasverunreinigungen darstellt. Ihre Entdeckung hat auch einen großen Einfluss auf den grünen Wasserstoff und seine potenziellen Anwendungen in der Zukunft. Er wird aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonnen- oder Windenergie hergestellt und unterscheidet sich von Wasserstoff, der aus nicht erneuerbaren Quellen wie fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Letzterer ist sauber und umweltfreundlich und erzeugt keine Treibhausgase, wenn er als Energiequelle genutzt wird. Außerdem kann er leicht gelagert und transportiert werden, was ihn zur idealen Wahl für die Energieerzeugung in großem Maßstab macht. Im Verkehrsbereich könnte grüner Wasserstoff als Kraftstoff für Fahrzeuge wie Pkw, Busse und Lkw verwendet werden. Darüber hinaus könnte er auch für den Antrieb von Düsenflugzeugen verwendet werden, die sich ebenfalls in der Entwicklung befinden. In der Industrie könnte das Wundermittel die Metall- und Zementproduktion revolutionieren und sogar für den Betrieb von Wasserstoffkraftwerken eingesetzt werden. Schließlich könnte grüner Wasserstoff im Energiesektor dazu dienen, überschüssige Energie aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonnen- und Windenergie zu speichern. So könnte eine stabile Energieversorgung aufrechterhalten werden, wenn erneuerbare Energiequellen nicht zur Verfügung stehen, zum Beispiel wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Angesichts dieser Versprechungen ist es verständlich, dass Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt nun in Pilotprojekte und groß angelegte Einsätze investieren, um die wirtschaftlichen und technischen Machbarkeit der Nutzung von Wasserstoff als Energiequelle zu demonstrieren. Hat Ihnen unser heutiges Thema gefallen? Dann fügen Sie einen blauen Daumen hinzu, um dieses Video zu liken. Und um von weiteren ebenso interessanten Inhalten zu profitieren, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, damit Sie zu den Ersten gehören, die Sie entdecken. Und vor allem hinterlassen Sie uns Vorschläge für unsere nächsten Themen. Und wir sagen bis bald auf ATEC.